Ja, endlich angekommen, ey. Das war jetzt noch lang genug. Mann, Mann, Mann. Ja, die Fahrt war echt schrecklich. Noch jemand von euch was zu trinken dabei? Ja. Aber gut. Oh nein, 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 das ist ein Zombie, das ist ein Zombie, das ist ein Zombie. Wo ist ein Schaden? Was? Oh mein Gott, die kommen rein, warte, warte. Das ist eine ganz andere Geschichte. Kleiner Unfall im Labor, versteht sich. Ein Unfall im Labor? Wenn die wüssten. Es ist alles sehr viel komplizierter, als sie es sich jemals vorstellen können. Einige werden wahrscheinlich sowieso nur auf das Geld aus sein. Die anderen Teams mittlerweile auch schon eingetroffen sind. Wir sollten definitiv herausfinden, was es mit dieser Energiezelle auf sich hat. Und ja, vielleicht komme ich sogar wieder nach Hause. Vielleicht wird uns ja das Protokoll 87 weiterhelfen. Wo bist du? Ich bin hier unten. Ich hab dich nicht verstanden. Nö, kannst du mich irgendwie orten? Ja, ich bin noch ein gutes Stück weg. Okay, komm raus, es ist alles sicher, komm. Komm, es ist alles sicher. Sagen Sie mal, irgendwoher kenne ich sie. Ich muss hier noch ein bisschen verdeckt arbeiten. Ich kann's euch noch nicht verraten, Leute. Ich kann's euch noch nicht verraten. Ich würde Sie bitten, dieser Tür nicht zu nahe zu kommen. Der Tür? Ja, ich muss Sie leider darum bitten, dieser Tür nicht zu nahe zu kommen. Okay. Hey Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Wasteland. Und heute haben wir eine richtig, richtig große Gruppe dabei. Nämlich zum einen den Moller wieder. Hi. Hey. Dann der Foxy. Ja, hi. Und der Quantum, hallo. Ja. Ja, dann ich join mal. Dann machen wir gleich noch weiter. Das war eine richtig große Gruppe. Wir waren schon seit der zweiten Folge, glaube ich, nicht mehr in der Gruppe. Stimmt. Zusammen, ne? Möglich. Oh Gott. In der dritten war dann Neko mit dabei, aber seitdem haben wir quasi nicht mehr so alle zu viert irgendwie aufgenommen. Das stimmt, das stimmt. Wir können direkt mal schlafen gehen, oder? Ja. Ja, bei mir. Ich bin noch im Ladebildschirm. So. Ja, was wir haben schon hingelegt. Ich hab mein... 3, 3, 4. Mein versehentlich hergestelltes Tierschwert. Tja, ja. Oh, jetzt ist er nicht mehr drin, ne? Was ist denn hier? Achso, da habe ich mich hochgebaut. Okay. Guck mal in den Tank rein und. Ja, da ist Blut drin, das habe ich schon gesehen. Ja, 13.000. Ganz 13.900 Blut sind einfach. Ah, Mann, ey. Oh, ich hab's auch gesehen auf die Windows-Taste gedrückt, obwohl ich nur Schwert wechseln wollte auf Alt. Geil. Ich sammle die ganzen Steine gerade ein. Ich muss mein Inventar hier mal. Ein Eisenblock. Ach, den brauch ich doch nicht. Ach, ich hab immer noch ein komplett volles Inventar. Ja, ich auch. So ich kann nicht. Ich hab tatsächlich erst mein Inventar ausgebaut. Hier wolltest du den Blutaltar bauen? Genau. Das kommt dann quasi hier auf die Ebene und dann immer die Ränder, die ich mache, die kann man quasi wegbauen, um dann den Altar zu erweitern. Mhm. Der Kobbel, den kann ich bei irgendeiner Stufe waren dann auch zwei Reihen, einfach nur Stein dazwischen. Okay, ich mache das einfach immer mit zwei Abstand und dann kann man dann immer noch erweitern. Das sollte ja, klar. Hast du auch schon einen Dagger gebaut, mit dem man sich halt opfern kann? Ja. Das ist gut. Ja. Sehen ja hier auch unser Labor. Es tut mir leid, ich kann da jetzt noch nicht drüber reden, was ich gebaut habe. Oh Mann. Ich kann da noch nicht drüber reden, das geht nicht. Es tut mir leid. So. Wer weiß, was du da anstellst. Ja, wer weiß, was ich da anstelle. Ja. Ich kann gerade so unsere Base sehen von dem Berg aus. Die Mauer zumindest. Kann man. Oh Gott, eine Hexe. So, was habt ihr denn jetzt gerade so vor in eurer Folge? Ja, also ich bin jetzt eine Hexe töten. Eine Hexe töten. Und guck mal, dass ich hier ein bisschen was baue, ne? Ja. Hab ich irgendwas bekommen? Ne? Ja, ich habe übrigens schon mal so ziemlich alles an Schablonen gemacht, die man für einen Hammer braucht. Ah, so. Ja. Weil es damit halt ein bisschen schneller geht, so einen Raum auszuheben. Das stimmt. Und vor allem, den musst du halt auch leveln. Klar. Logisch. Ja. Ich habe ihn aber direkt aus Stahl gemacht. Ich wollte ihn erst aus Aluminium machen, aber davon haben wir noch nicht so viel. Aber wie? Was kann man mit dem da machen? Bitte?
Was macht man mit dem dann? Du kannst halt immer statt einen Block kannst du 9 Blöcke abbauen. Genau, 3x3. Ah, okay, okay. Und es lohnt sich absolut nicht, den mit Glück zu verzaubern, weil immer nur das mit Glück abgebaut wird, das du gerade anvisierst, sozusagen, also der mittlere Block. Okay, gut zu wissen. Ja. Ja. Deswegen mache ich ja, ich versuche ja momentan so viel wie möglich Lapis zu finden, dass sich das Diamantfarben ein bisschen besser lohnt, weil ich habe ja mich selbst so ein bisschen zum Diamantfarmer gemacht. Ja, ich habe gestern auch mal ein bisschen Lack auf meine Spitzhacke gepackt. 50, aber das bringt noch nicht so viel, ne? Bei mir bringt es halt auch noch nicht so viel. Jetzt, wo wir ein bisschen, wo wir jetzt Leder produzieren können, wollte ich mir einen Handschuh machen, mit dem man schnell abbauen kann. Ach, der Haste-Handschuh da, ne? Ja, genau, stimmt. Ah, der macht jetzt auch richtig Sinn, ne? Das geht ja dann auf alle Teile, die man so in der Hand hat. Ja, genau. Hammer, Spitzhacke. Wie du willst und Redstone haben wir. Kannst du mir mal so einen Handschuh mitmachen, bitte? Ja, ich mache am besten einfach noch ein bisschen Leder. Oh. Nur ein paar Hühner für. Ach, Silberfische, ne? Ja. Ja, gut, mittlerweile Eisenrüstung, Diamantschwert, läuft. Das ist nicht mehr so das Problem, ne? Naja, manchmal Silberfische sind immer noch gefährlich. Ah, die Silberfischsteine werden nicht vom Hammer abgebaut. Oh, das ist ja mal praktisch, also dazu lohnt sich das dann echt. Das ja, echt. Dann kann ich sie nämlich einzeln abbauen und kann sie dann nach und nach töten. Ich habe halt schon Level 32, ich brauche früher oder später halt echt mal einen Zaubertisch oder sowas. Ich bin auch 29. Aber was ich gerade merke, Molla, du hattest unten da scheinbar so eine richtige Höhle quasi unter dem Tempel, unter dem ausgebaut, oder? Ja. Das braucht man eigentlich fast gar nicht, weil das soll ja quasi auf so einem kleinen Podest stehen, sag ich mal, mehr oder weniger. Du musst ja gar nicht den ganzen Berg da ausheben. Ja, aber ich weiß nicht. Ich dachte, du wolltest es so freistehend haben. Was habe ich jetzt für einen Effekt bekommen, du dämliches Mistviech? Was hast du denn da? Eine Hexe. Ach, Nekos Todesgrund. Ja. Ich fand die Folge so gut. Ja, die war echt platzig. Einfach zerplatzt. Es hat halt voll mein Komikzentrum getroffen. Ich musste mir das halt 10 oder 12 Mal hintereinander angucken. Es hat einfach geplatzt. Ja, warum nicht, ne? Kann man mal machen. Jo. So, was ich gleich brauche, ist Obsidian. Ja. Und zwar echt viel, aber das mache ich im Stream wahrscheinlich. Da hole ich mir halt immer aus. Ich habe ganz viel Obsidian, aber. Ja, ich denke mal, das brauchst du auch selbst. Ja, mal gucken. Also, direkt gerade nicht, aber. Ja, man weiß ja nicht. Ne? Ich meine, es ist Blödsinn zu sagen, hier aus dem. Ja, also, ne? Hier, also, ich kann euch ja noch nicht sagen, was das hier wird. Und ich habe es ja auch noch niemandem erzählt, auch noch nicht in meiner Folge. Okay. Es ist halt doof, es ist halt, nee, ich habe das in der Folge gemacht tatsächlich. Es ist halt allerdings doof zu sagen, ja, ihr dürft da nicht reingucken, wenn ihr einfach die Folge gucken könnt. Es ist halt, ja. aber es wird früher oder später natürlich noch aufgelöst. Ich habe so das Problem, dass ich, oder dass die Taste einfach nicht funktioniert, wo man mit anzeigen kann, wo Mobs spawnen können und wo nicht. Also die funktioniert bei mir einfach gar nicht. Ich habe schon geguckt mit den Einstellungen, so stimmt eigentlich alles. Ja. Deswegen muss ich jetzt hier gerade mal meinen gesamten Berg so ein bisschen random ausleuchten. Er ist ein bisschen. Also ich weiß, du meinst, dass da dieser Chunk, dass da dieser Block, die Linien halt. Ja, ja. Ach man, hat jemand von euch noch Hirne? Ja, außer mein eigenes Grab nichts, ne. Oh, schade. Noch ganz viele Gehirne im Leder zu produzieren. Ja, ich kann dir noch ein paar geben, ich öffne hier draußen. Oh, jetzt werde ich in der Aufnahme in Steam mit Ding angeschrieben. Das ist so zum Kotzen gerade. So. Selber schuld. Wieso bin ich da selber schuld? Ich bin das ist ein bisschen getriggert, muss man schon sagen. Ja, klar. So. Kann es das sein, dass ich gerade aus Versehen den ganzen Cropsticks aufgesammelt habe? Ja, aber kannst behalten. Haben wir eigentlich noch ein bisschen Holz irgendwo rumliegen oder muss ich mir das jetzt abbauen? Ich hab eigentlich Holz in die Kiste gelöst. Okay. Da haben wir Lieder. Haben wir eigentlich auch noch ein bisschen was zu essen oder muss ich mir das auch erst selbst farmen? Müssen wir auch genug haben. Also Weizen haben wir auf jeden Fall. Oh doch, ich hab mir ein paar Karotten rausgenommen. Okay.
Ich kann da einfach runterspringen. Ha. Ich hatte halt mir letztens ein paar Kartoffeln gemacht. Ich habe übrigens die Büsche mal in die Tinkerskiste reingepackt, weil die gehören ja eigentlich in die Tinkerskiste. Stimmt. Was soll ich denn jetzt machen? Oh, keiner weiß, was er machen soll. Ich farm Erde. Ach ja, Erde. Ja, hier. Doch, ich weiß wieder, was ich machen wollte. Essen wollte ich holen, in erster Linie. Ich brauche einen Wassereimer, um Leder zu machen. Leder? Huch. Leder. Leder. Ich werde nämlich jetzt gleich noch ein bisschen. Genau. Versuchen, Lapis zu farmen. Und ein bisschen Kauderwelsch zu sprechen. So. Compressed Skeleton wurde zu Tode gestochen. Oh. Armer Typ, Mann. Ich würde gerade vielleicht mal nicht rausgehen, Moller. Also. Warum? Weil hier ein Rare Slowing Zombie the Flipper ist. Was ist denn das? Ich will jetzt alle. So, Foxy, ich hab jetzt auch mal einen Handschuh gemacht, ne? Ja. Da oben fliegt ein Wisp. Ja. Pack ich den rein. Ach, bei dem Liebzeug. Hilfe! Achso, der ist da unten. Jetzt steht der an der Tür und verbrennt da nicht mehr, ist klar. Wo steht denn der? Ja, hier bei der Base, außerhalb an der Tür, genau. Warte, hast du mal ein paar Steine, dass ich mich hoch... Ach, warte, hier geht's ja. Ja, das da kommst du hoch. Er hat einiges, ich weiß nicht, Quicksand macht nur langsamer und sonst hatte er, glaube ich... Wo steht er? Hier, unter dem... in der Tür, da. Ah. Also, oh. Gravity und Quicksand. Ich weiß nicht, was Quicksand macht. Das ist das Problem. Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich zischt sich in den Boden, oder? Hätte ich es auch gesagt. Also, ja, so jetzt hat, Gravity hätte ich... Ah ne, und Gravity ist nach oben boosten und das Quicksand wird wahrscheinlich langsamer sein. Ja, ich bin eben zurückgeboostet worden, als ich ihn mit dem Pfeil getroffen habe. Ja. Na, komm her. Aber das ist nicht allzu gefährlich. Nee. Sei lieber Faust. Oh. Ah, ich finde den Speedman noch Spitzhacke echt down. Gut. Hast du was gekriegt, was Gutes? Ja, Projector Protection Harness. Oh, nice. Mit Iron. Kannst du mir mal das Zombie-Fleisch geben? Yep. Dankeschön. Weiß ich, bei Vanilla Minecraft das ist es immer mit Steuerung Q zum rauszuwerfen, aber das funktioniert hier irgendwie nicht, das nervt. Ja. Ich sammle das Zombie-Fleisch, ich brauche das. Ach, man kann hier gar nicht so viel Haste offen haben. Nee, auf den Handschuh kannst du, glaube ich, gar nicht so viel Haste draufpacken, genau. Warum denn nicht? Das weiß ich nicht, warum genau das so ist. Okay, das ist halt sehr schnell. Ich pack mal einen weiteren Handschuh mit und die Redstone-Blöcke da dazu. Ja, der fällt mir ein, Moller. Hier, guck mal, ich habe noch ein Geschenk für dich. Ein Geschenk für Molly. Ja, da oben fliegt da wieder der Wisp. Oh, ich weiß mich an was erinnert, ich wollte mir Bronze machen. Danke. Haben wir noch Bronze drin? Ich hab halt Angst vor diesem Wisp gerade, ne? Die haben eigentlich gar nicht so viel Leben, oder? Und die machen auch gar nicht so viel Schaden. Ach, das sind nicht die Blitze nach dir feuern können? Doch, die können Blitze feuern, aber die sind nicht so stark tatsächlich. Ich würde ja gerne mal da hinten zu dieser... Ich komme nicht dran und ich hab keinen Bogen. Ja, ich würde gerne mal da hinten zu dieser Schleiminsel. Ich habe auch nur noch 10 Pfeile. Okay. So, wie lange geht die Folge noch? Na, noch ein bisschen. Willst du dich damit schlafen? Ja, oder ist gerade jemand da? Ne, komm, dann gehe ich. Ja, komm, kuscheln. Ja. Ich mach mal den Ofen ein bisschen leer. Das ist ganz schön voll. So, da können wir ja so ein paar Kleinigkeiten noch machen hier. Zum Beispiel den Crucible wieder voll machen. Ach nein, das war leider drin. Ja, das ist genug drin. So, ich glaube, das muss ich machen. Haben wir noch einen Spitzhackenkopf irgendwo? Dieses Ding dafür. Was bist du für einer? Ach, du bist gar kein besonderer. Great. So. Ah, das wird ja, glaube ich, echt noch eine längere Baustelle tatsächlich. Ja? Musst du noch Gold einschmelzen? Ich bin dabei. Oh, wir haben hier noch Goldmünzen und sowas. Und die brauchen wir für nichts, außer zum Einschmelzen. Ja, aber ich meine, das Gold. Das ist ja jetzt wurscht. Ja, klar. Und schon wieder ist meine Spitzhacke kaputt. Wir sind hier nicht geldgeil oder sowas. Also ich zumindest nicht. Oh, ja.
Erzähl bloß. So. So, ich probiere mich hier gerade schön an Carpenters Blöcken. Ich habe übrigens auch eine schusssicher 3 Kettenhose. Das ist auch nice. Carpenter Blöcke sind eigentlich ganz. Ist ein ganz nicer Mod, muss ich sagen. Ja, habe ich auch schon angefangen damit. Ja, das ist ja. Viel Moment gemacht, tatsächlich. Die, der Boden zum Beispiel, also hier der Raum hinten. Der Boden. Ja. Wo die Büsche stehen, der ist auch mit Carpenter Blocks gemacht. Ja, ja. Genau. Na, wieso mit Karten habe ich nicht mehr gemacht? Es gab noch einen anderen Mod oder sowas. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Da konnte man Schissel? Auch Blöcke halbieren. Schissel. Nee, nicht ja. Schissel, da konnte man auch Blöcke halbieren und sowas. Mit einer Feige oder so war das. Ich weiß aber nicht mehr, wie er hieß. Ach, das. Ach, das, das meinst du. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt. Ja, ging mir genauso. Den, mit dem habe ich früher immer gearbeitet. Was? Microblocks? Ja, Microblocks, glaube ich, war das genau. Oh, okay, gut. Habe ich jetzt zum dritten Mal gesagt, da hat es dann jeder ja, das war auch gar nicht sicher. Ich habe es zum ersten Mal nicht verstanden, weil du relativ leise warst. Auch. So, muss ich lauter sein? Ich bin mal wieder in meiner Höhle drin. Sweet! Ich habe Flügel. Bausparvertrag. Ich habe Flügel. Du hast Flügel? Ja. Ich kann 2 Blöcke hochspringen. Guck mal, stack. Ja. Und ich krieg weniger Fallschaden. Boah, das wird das wird noch so ein Abfuck mit dem mit hier, wie heißt's? Weiß ich nicht. Mit Blood Magic, bis man da erstmal alle Blöcke hat, die man braucht. Ja. Das wird noch das ist zum Beispiel was, das man super in einem Stream machen kann, dann nebenbei ganz gechillt. Ja. So, ich habe jetzt endlich meine Copper Pickaxe. Bronze meine ich. Bronze. Ich wollte schon sagen, was ist eigentlich deine Kupferpickaxe? Was hast du die ganze Zeit noch mit? Ich habe halt schon Dia auf der Spitzhacke drauf. Ja, ich auch. Bin schon Spitzhackenmeister. Ich auch. Meister direkt. Meister, ja, ja. Alter. Also mein Hammer muss noch gelevelt werden. Der braucht halt 2944 XP. Für die Fähigkeit und 3693 für die Abbau-XP. Ja, aber du machst halt 9 XP pro einmal abbauen. Aber baut er alles schneller ab? Also du baust halt immer 9 Blöcke ab. 3 auf 3. Aber egal was. Egal was. Also Stein. Erde nicht. Also da gibt's nochmal eine andere extra. Zum Beispiel, da gibt's diese Schaufel, die sogar 3 auf 3 auf 3 macht. Okay. Und hallo, Obsidian. Ich denke mal, das sieht jetzt zwar an der Ecke hier nicht so geil aus, aber insgesamt gefallen mir die Blöcke sehr. Deswegen nehme ich noch übrigens noch ein bisschen Aluminium. So. Ich finde es ultra gut, dass ich Haste auf meiner Spitzhacke habe. Ich bin, glaube ich, schon echt gut weitergekommen, tatsächlich, was diesen Altarvorbereitung angeht. Dann, weil hier müssen ja auch runtergehen, dann, ne? Oder? Autosmelt fände ich halt tatsächlich noch nicht mal so geil, muss ich sagen. Ich finde Autosmelt aber mega nervig. Ja, das Problem ist, dass du durch die Smeltery halt mehr rausbekommst, ne? Na, wenn du Luck und Autosmelt hast, schon dann so machen, oder? Ja, gut, wenn du Luck und Autosmelt hast, ist es natürlich nice. Genau. Deswegen, darauf arbeite ich dann eigentlich mal so langsam hin, wenn wir dann irgendwann mal mehr Blaze Rods haben können. Wäre das schon eine schöne Sache. Dafür müssen wir halt erstmal in den Nether kommen. Na, vielleicht. Ich weiß gar nicht, gibt's eine andere Möglichkeit? Ja, es gibt bestimmt auch solche Dungeons, wo Blazes spawnen. Ja, okay, also wahrscheinlich finden. Finden oder Belohnungen. Bei Craften können wir sie nicht. Ja, mal schauen. Ich kann mir, wie gesagt, vorstellen, dass es die gut in der Wochenaufgabe mal gibt und sowas. Da ist ja alles komplett offen. Kuh-Spawn-Eier bitte. In der Wochenaufgabe. Ja. Wobei ja da eventuell sogar die Baits noch gefixt werden. Das hat der Flug eventuell gesagt. Stimmt. Aber es ist halt noch offen, das ist ja noch nicht keine Garantie. So. 11, okay. Es ist tatsächlich fast so weit, dass ich hier den Bereich für das fertig habe. So. Ich will Blood Magic tatsächlich nur wegen 2 Siegeln.
Ich will generell ein bisschen mehr mit Blood. Ja klar, also ich auch schon nebenbei immer mal wieder. Ist halt nicht der Hauptmod, den ich mir so ein bisschen ausgesucht habe. Ich werde natürlich wieder ein bisschen was anderes machen, was ich auch schon kenne. Okay. Um da noch ein bisschen was zu zeigen, was ich damals nicht zeigen konnte, sagen wir es mal so. Was genau, oder willst du noch nicht verraten? Das verrate ich halt noch nicht. Tja, ja. Der wird uns am Ende noch hintergehen und uns alle besiegen. Ja, natürlich. Ich bin natürlich eigentlich, bin ich ein Spion von Stadt Rot. Ah, ich wusste es. Ich wusste es. Hab ihm noch nie getraut. Echt? Bringen wir ihn einfach gleich um, oder? Ja, das ist ein bisschen sorgen. Das aus Versehen Dierschwert war natürlich auch nicht aus Versehen. Boah, richtig Sabotage auch noch. Ja, natürlich. Das so. Gibt da jetzt alles so zu gerade. Ja, vielleicht ist es aber auch ein doppeltes Spiel. Vielleicht will ich, dass ihr denkt, dass ich nur Blödsinn erzähle und dabei sage ich wirklich die Wahrheit. Jetzt bin ich verwirrt. Dann habe ich ja ich das erreicht, was ich erreichen wollte. Ja. Ach genau, da war Lava. Können wir hier noch, sogar noch eine höher gehen. Hilfe, Hilfe, Lava, du? Hilfe. Nicht weiter fließen. Hier, die wegbauen, würde ich fast sagen. Und dann gehen wir da auf Bodenebene. Ich kann es nicht aufsammeln. Okay. Achso, ich verstehe schon, was du meinst. Brauche ich die ja gar nicht, ich Vollidiot. So, und dann muss ich auch Lava. Auf Dauer gucken, dass es außenrum noch ein bisschen irgendwie aufgehübscht wird, aber so generell sollte das reichen. Ich habe halt tatsächlich kein Cobblestone mehr im Inventar. Also rundrum, also den 10, Raum muss so rundrum 11. passen, ne? Rund? Ja, das wird glaube ich ein bisschen also, viel nee, Platz. Nee, dafür müssen wir größer bauen. Nee, nee, quadratisch meine ich. Oh, Aufnahmezeit ist aufgebaut. Ja. Echt? Ich habe halt die Nachricht noch nicht gekriegt. Ja, dann kommst du rein, Mona? Ja. Gut, dann baue ich mich hier unten mal kurz in Sicherheit ein. So. Tja. Gut. Okay. Ich bin runter. Ja, ich bin auch runter. Seid alle runter. Ja. Yay. Dann, war es wieder für die heutige Folge. Schaut natürlich auch bei den anderen vorbei. Und dann, hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.